Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Punch Club. Die dunkle Forst. Wie sieht's aus? Wir hätten morgen einen Kampf in der Anfängerliga. Sind eigentlich bereit zum Trainieren. Und werden mal schauen, dass wir hier zumindest die 12-10 so halbwegs halten können. Der Kampf wäre heute. Okay. Ja, wir bleiben hier mal bei Geschick und Ausdauer. Bei Stärke auf 5 wäre für den Kampf vielleicht auch nicht schlecht, ne? Vielleicht kriegen wir das hin mit ein paar Liegestützen. Mal gucken. Denn dann wird es auf jeden Fall eine knappe Nummer wahrscheinlich. Wir schauen mal, Freunde. Oh, ein paar Liegestütze sind immer nicht schlecht. Die 10 kriegen wir nämlich auch mit Liegestütze. Jawohl. Aha. Schon wieder hungrig. Gibt's das Übliche, ne? Erst die Pizza, dann das Fleisch rein. Und zwar roh. Erst auf die verletzten Stellen. Wobei wir sind gesund bei 100%. Gesund und munter. Bereit für neue Taten. Bin ja gespannt, ob's hier noch weitergeht mit diesem Superhelden-Modus. Ja, wird nichts mit der Stärke, Freunde. Wenn wir da jetzt noch... Ach komm, wir kämpfen einfach mal. Wir gucken mal, Freunde. Wir haben hier trotzdem unseren Halsabschneider drin. Genau, wir haben die Gegenreaktion. Wir haben den tiefen Tritt. Und Ausweichen sowieso. Tiefer Tritt ist zum Demoralisieren aber nicht schlecht. Jetzt kämpfen wir schon wieder gegen den Gordon. Ist ja unglaublich. Hoher Rückhandschlag. Komm, wir starten die erste Runde. Wir haben 20. Hier, Energieregeneration und 13 Abwehr. Ja. Boom. Jawohl. Und er hat... Ja, der verliert immer was durch unsere Gegenreaktion. Das ist cool. Sehr nice, Freunde. Der hat uns noch gar nicht getroffen. Und wir sind schon ganz gut. Das sieht sehr gut aus. Es wird definitiv ein vorzeitiges Ende geben, Freunde. So viel kann ich euch schon mal sagen. Die zweite Runde erlebt ihr noch. Wir bleiben bei der Taktik mit dem hohen Rückhandschlag. Ja, wir brauchen hier keinen tiefen Tritt, Freunde. Wir können hier einfach mit den Fäusten uns durchprügeln. Ja, ein Schlag noch. Boom. Sensationell. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Warum geht's hier noch nicht weiter? Was brauchen wir? Oh, 21 Punkte. Oh, oh, oh. Ja, unaufhaltsam. Das wäre natürlich... Nochmal ein bisschen besser, ne? Andererseits, Flipkick. Wäre auch cool. Ersetzt Karatekick. Mehr Schaden bei gleichen Energiekosten. Und wir könnten von da zu Sklave des Windes, Roundhouse-Tritt. Und dann zusätzliches Talent. Oder unaufhaltsam. Ich wäre ja fast für unaufhaltsam, Freunde, dass wir uns das... mal freischalten. Wir können natürlich gegen ihn hier einfach mal einen Übungskampf machen. Für 20, die Kohle haben wir. Dann haben wir die Punkte nämlich schon zusammen, Freunde. Jawoll. Na, nice. Der kriegt ja mal richtig auf die Fresse. Alter, wir sind gerade richtig stark. Also zumindest für die aktuellen Gegner ist das eine richtig coole Sache, die wir aktuell am Start haben. Und da sollten wir die Gunst der Stunde nutzen. Und noch so ein paar Leute verprügeln. Vielleicht schicken wir ihn sogar auf die Bretter. Das wäre ja mal cool. Oh, er hat uns einen... Oh, zwei schon abgezogen. Oh, geil. Ich glaube, der Übungskampf geht nur 2 oder 3 Runden. Von daher... haben wir es schon. Ja, sehr cool. Aber es gibt trotzdem nur 3 Talentpunkte. Schade eigentlich. Aber cool, dass wir jetzt hier, Weg des Tigers, Freunde, wir schalten mal unaufhaltsam frei. Oder grundlegende Talente, was hätten wir da noch? Angriff überspringen, na. Oder Turnschuhe, da brauchen wir auch nicht unbedingt Rückhand. Na, ist alles Quatsch, 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 Quatsch. Schnelle Reaktion. Ja, und Dauerbrenner. Auch nicht schlecht. Aber, Freunde, wir hauen mal dieses unaufhaltsam rein. Das ist ganz cool. Ersetzt Gegenreaktion, ja, ja. Das haben wir jetzt... immer gut genutzt bis jetzt. Von daher melden wir uns auch gleich nochmal hier an. Und gehen mal erstmal was zum Schnabulieren kaufen.
Dankeschön. Danke. Du siehst aber auch gut aus, Abu. Alles super. Ah ja. Geht nur bis 7, das ist okay. Gehen mal wieder nach Hause. Gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen Ausdauer trainieren, Freunde. Das ist wichtig, dass wir uns die Zähne halten. Solange wir noch höher als 9 sein können, ist das echt eine coole Sache. 12, 10, alter Falter. Richtig geil. Sinkt jetzt natürlich gleich wieder auf die 9. Jawohl. Macht aber nichts. So. Sind wir wieder bei 10. Und hier hauen wir uns nochmal die 12 raus. Und dann finde ich, wir sollten eigentlich, na komm, den Trank heben wir uns nochmal auf. Wir sollten hier mal bis zur Hälfte des Tages noch ein bisschen Energie sammeln. Ja. Und dann hauen wir uns die Stärke nochmal auf 5, Freunde. Ultimate Fighting Kampf könnte ziemlich haarig werden. Deswegen machen wir das nochmal. Hauen uns hier nochmal Fleisch raus. Gehen in die Muckibude. Da können wir uns auch mal einen Bus, ja, damit wir die Zeit hier effektiv nochmal nutzen können. Und hauen die Stärke ein bisschen hoch. Warte mal, wir gehen mal hier direkt Bank drücken. Jawohl. Wunder, wunderbar. Und die 5 sollte da relativ zügig kommen. Boah, dann ist das eigentlich schon okay, ne? Wo wir schon mal hier sind, machen wir noch ein bisschen weiter. Geschick. Geschick ist wichtig. Weg des Tigers. Geschick ist unser Fokus. Und wir kämpfen mal. Gucken uns das mal an. Gehe gegen Lenny Moskowitz. Oh, deine Talente wählen. Naja, hier, das wollen wir natürlich wählen. Freunde. Damit, wenn er daneben schlägt. Oh, alter Falter. Alter Falter, das geht ja ab. Ich meine, er ist auch nicht schlecht, ja. Aber, na doch, er ist schlecht, Freunde. Kann man nicht anders sagen. Wird das eine One-Round? Ich meine, der schlägt daneben und kriegt ordentlich Schaden. Das ist doch wohl der Oberhammer. Richtig cool. Ja, nice. Wir bleiben dabei, Freunde. Wir lassen die Taktik einfach so, wie sie ist. Ja. Richtig cool. Tippitoppi. Und den hauen wir genauso weg, oder? Ja, ja, kein 30er-Kombo. Er hat mit seinen Tritten natürlich, ja, kommt hier ganz gut voran mit seinem Knochenbrecher, den er da hat. Wir haben natürlich den Halsabschneider, der ihm Energie raubt, Freunde. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, tritt dich nur. Fertig. Genau. Ach, das gefällt mir. Das ist richtig gut. Jawohl. So kann das weitergehen, Freunde. Boom. Boom. Komm, einmal noch. Ja, nice. Ja, was soll man da noch sagen, ne? Richtig cool, Freunde. Richtig, richtig gut. Nächsten Kampf haben wir uns angemeldet. Talentbaum können wir aktuell noch nichts machen. Wie sieht's denn jetzt aus in der Liga? Sind wir Platz 2, ne? Mr. Kakus. Den brauchen wir noch. Und hier sind wir auch, wo sind wir denn da? Dein Fortschritt in der Liga? Ausdauerkämpfe gewinne 2 am Stück. Ach, 2 am Stück? Ach so, gegen 2 Leute am Stück. Naja, klar, aber da müssen wir noch ein bisschen, ne? Sind wir erst so im mittleren Bereich. Also Ultimate Fighting ist noch ein bisschen, aber die Liga, den Liga-Kampf haben wir fast gewonnen, Freunde. Da gehen wir über den Supermarkt, ne? Ja, komm. Ja, ja, keine Bösewichte. Geld haben wir genug. Das können wir uns noch ein bisschen. Jo, maximal 7. Das können wir uns noch ein bisschen aufheben jetzt. Hier nochmal im Camp was zu machen. So, einmal zu Fuß zurück. Jo, geht's weiter, ne? Auf die nächsten Kämpfe, Freunde. So. Sehr, sehr schön. Machen wir so bis halb ungefähr. Also 5, 12, 10 können wir uns eigentlich ganz gut halten. Weil wir die Stärke ziemlich cool, ziemlich schnell trainieren können. Von 4 auf 5. Das ist immer so unser Joker quasi, den wir haben. Können wir die anderen Talente so gucken, dass wir da
bei 12-10 bleiben mit Geschick und Ausdauer. Und Stärke ist dann immer nochmal so unser Feintuning. Vor anstrengenden und harten Kämpfen können wir das machen. So. Haben wir die 12-10 eigentlich sicher? Heute leider kein Kampf. Von daher. Kein Kampf. Klingt ein bisschen wie mein Kampf. Darf man das? Gefährlich. Von daher können wir hier entspannt uns so ein Level wieder antrainieren, dass wir zumindest nicht absinken. Das ist so das Ziel. Das Gute ist, dass wir halt im Moment kein Problem haben mit Geld. Ja? Weil wir halt durch die Kämpfe so ganz gut Geld kriegen. Das ist richtig nice. Ja. Jetzt wird mal was schnabuliert. So, 12-10 haben wir. Die 5 wäre natürlich nochmal ganz cool, wenn wir die kriegen könnten. Machen wir das wieder, oder? Machen wir es so wie beim letzten Mal. Das war doch ganz gut. So, Energie haben wir genug. Dann lassen wir noch ein Fleisch raus. Wie gehabt, gehen zur Muckibude mit dem Bus. No, wir wollen die Zeit nutzen. Und hauen die Stärke nochmal auf 5. Machen Geschick wieder hier so ein bisschen. Ja, jetzt haben wir so einen guten Trainingsrhythmus gefunden, würde ich sagen. Sehr, sehr nice. Die 5 müssten wir gleich haben. Jawohl. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen was in Geschick investieren. Dass wir die 12 wieder ein bisschen, ne, auf ein Safe-Level kriegen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann haben wir sogar noch Luft und Zeit, Freunde, für ein bisschen Ausdauertraining. Allerdings nicht zu lange. Jawohl, jetzt können wir klicken. Die Uhr ist weg. Sehr gut. Jetzt heißt es wieder Feintuning zeigen. Micromanagement. An den Tag legen. Okay. Gegen Salvador Punches. Ist gar nicht gegen diesen Mr. K. Gegen den alten Sack. Gucken wir mal. Ja, er tritt schon mal daneben. Aber wir auch. Wieso treffen wir ihn nicht? Was hat er denn hier? Durchdringender Schlag. Ist natürlich nicht schlecht, der Typ. Aber hier, wir haben ihn 18 Schaden gemacht, dadurch, dass er einfach daneben getreten hat. Richtig cool. Also unaufhaltsam ist schon eine coole Sache. Wir bleiben mal dabei. Vielleicht, ja, wir gucken mal. Vielleicht aktivieren wir doch den tiefen Tritt mal nächste Runde. Weil der duckt sich doch enorm gut weg, muss man einfach sagen. Also das ist ein Gegner. Respekt, mein Lieber. Respekt. Der haut uns hier gerade mal richtig auf die Fresse. Jetzt müssten wir mal ein bisschen was raushauen. Oh, Freunde. Hoher Rückhandschlag nehmen wir raus und wir nehmen den tiefen Tritt mal rein. Wie sieht's aus? 83, naja. Mal gucken. Das ist ja immer so eine ganz gute Alternativtaktik gewesen. Und im Moment läuft's ganz gut. Anfang der dritten Runde mit dem tiefen Tritt bezeugt Lumi hier, dass er auch variabel kämpfen kann. Oh, aber dann schön 28er vom Lenny. Kravitz. Aber Lumi ist vorne, Freunde. Und jetzt geht's wirklich um alles. Freunde, ein Tritt würde reichen. Komm schon. Jawohl. Also falls wir jetzt Platz 1 sind, dann haben wir uns das redlich verdient, aber sind wir noch nicht. Nee. Wir müssen noch gegen Mystic Coos. Das war ein hartes Stück Arbeit, Freunde. Das war heftig. Aber wir melden uns gleich nochmal an, Freunde. Und gehen mal noch in den Supermarkt, wie gehabt. Jawohl, der Abu. Und einmal nach Hause. Können wir uns den Bus leisten? Jawohl, hier geht's irgendwie nicht weiter. Können wir uns hier in der Story mal gucken, wie es hier aus... Oh, hier ist noch was. Räche Fluffy. Ich dachte, du hast Fluffy nicht gerettet. Nee, Räche Fluffy, das haben wir doch schon gemacht. Wir könnten auch noch Mark besiegen, Freunde. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Wir machen mal ein paar Liegestütze. Und gehen dann mal zu Mark. Marky Mark. So. Achso. Hier könnten wir natürlich auch noch mal jetzt Ultimate Fight machen. Aber unsere Gesundheit ist halt nicht so toll, ne? Dann warten wir mit Mark noch mal.
Wir trainieren mal jetzt für einen Ultimate Fight Kampf, Freunde. Guck mal, dass wir die Stärke uns hier irgendwie auf 5 hochkriegen. Mal gucken, ob das klappt. Nur mit Liegestützen und am Holzblock. Ja, sieht gut aus, Freunde. Sieht gut aus. Ja. Und tipptopp. Gut, dann schnabulieren wir gleich mal was. Das bringt nämlich auch nochmal Lebensenergie zurück. So soll das sein. Ja, wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir hauen hier nochmal einen Kampf raus. Ja, na klar, gegen Dewey. Gegen Dewey, Freunde, ist doch kein Ding. Ja, wir wunderbar. Kommen wir jetzt doch noch ein bisschen außer Tritt? Sind die Kämpfe doch zu hart, die Gegner zu stark? Das letzte Mal lief wesentlich besser. Wobei das jetzt auch noch gut läuft, Freunde. Ja, wollen wir nicht meckern. Wir sind energetisch eigentlich gut drauf. Ich würde ja den tiefen Tritt nochmal rausnehmen, Freunde. Das lief eigentlich so gut mit dem hohen Rückhandschlag. Ja, der macht 13 Schaden, Freunde. Wenn wir den gut ranbringen, würde ich natürlich mal gucken. Ja, das war schon mal ganz gut. Ja, na, das ist der hohe Rückhandschlag, Freunde. Der knallt mal richtig durch. Also wenn wir die Gegner dafür haben, Freunde, dann sollten wir den auf jeden Fall drin lassen und auch nutzen. Wir gucken mal, ob es gegen ihn auch klappt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Haben ihm gleich eine 33er-Kombo gemacht, dadurch, dass er daneben geschlagen hat und wir hier unseren unaufhaltsamen Skill drin haben. Wunderbar. Ja, es wird über 2 Runden mindestens gehen, so viel kann ich schon mal sagen, weil der lila-violett-Irokesen-Typ auch nicht so schlecht ist, aber Freunde, er ist uns nicht gewachsen, auch wenn er uns jetzt hier schön getroffen hat. Wir einmal auf den Brettern lagen oder auf dem harten Betonboden. So sieht das aus, wie harter, mieser Beton. Aber da wollen wir ihn jetzt natürlich auch nochmal drauf prügeln und die Chancen sind gut. Seine Energie sinkt natürlich, er powert sich aus, er schlägt daneben, Freunde. Und boom, mit einem hohen Rückhandschlag. War es doch, oder? Nee, doch, ja. Sehr nice. Tipp, top, Freunde. Kann man nicht meckern? Da können wir nicht meckern. Jetzt habe ich mir gar nicht überlegt, was wir jetzt hier... Machen wir den Flip-Kick rein, Freunde. Wäre mal eine Idee, ne? Mehr Schaden. Ersetzt Karate-Kick. Statt dem tiefen Kick könnten wir das mal mit reinnehmen. Haben wir hier noch rote Turnschuhe? Ne, brauchen wir nicht. Schnelle Reaktion. Ja. Fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Schnelle Reaktion. Das ist was, Weg des Tigers, ne? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffe erfolgreich ausweichst. Erhöht auch deinen Energieverbrauch. Ich meine, wir weichen ja aktuell schon ganz gut aus, ne? Tja. Karate-Kick, um dann hier irgendwie quasi nach hinten hier noch weiterzukommen. Oberschlag und so ein Zeug. Fall nicht hin. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, ich glaube, wir müssen hier mal weiterkommen. Wir müssen das machen, Freunde. Dann Sklave des Windes, Roundhouse-Tritt. Ist natürlich auch übel. Aber wir kommen anders nicht zu dem Geschicklichkeitstraining. Ja, Freunde. Wollen ja nicht, wir haben uns jetzt hier für oben entschieden. Das heißt, wir müssen den Flipkick jetzt mal reinnehmen. Machen wir auch. Na klar, ist doch kein Problem. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, Freunde, da gehen wir mal den letzten Turtle an. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.